So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen, ja, wie soll ich sagen, Projekt, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Das Ganze wird jeden Montag stattfinden, also wird so ein wöchentliches Projekt werden. Das heißt, wenn alles gut geht, sollte das Ganze viermal im Monat erscheinen. Was ich mit dem Format bezwecken will, ist eigentlich ganz einfach. Ich versuche euch das jetzt mal ein bisschen näher zu bringen. Zum einen soll es dazu da sein, euch immer mal über den Kanal auf dem Laufenden zu halten, was momentan passiert, was ich mir so vornehme für die Zukunft, wie ich mit dem Ganzen zufrieden bin, wie es verläuft und so weiter und so fort, damit ihr da immer mal, ja, meine Gesangsstimme in einem informativen Sinne mitbekommen dürft und nicht immer einfach nur in einem Let's Play oder so. Heute habe ich mir mal das Spiel Star Wars Battlefront dazu ausgesucht. Das Gameplay ist jetzt einfach nur so für nebenbei da, dass man einfach auch mal was sieht und nicht nur hören muss. Erwartet bitte hier keine Top-Leistung von mir, das werdet ihr nicht sehen. Dafür zocke ich es einfach zu wenig, auch wenn es für ab und zu doch schon sehr viel Spaß machen kann, wie ich finde. Und heute haben wir den 29.05. und ich versuche das Ganze auch rauszuballern am 29.05. beziehungsweise dann doch, wenn es richtig gemacht werden sollte, am 30.05. Das wäre ja der morgige Montag. Mal gucken, wie es mit dem Rendern und Hochladen so ist. Vielleicht erscheint es ja doch erst am Montag pünktlich, wie es auch sein soll. Die Uhrzeit habe ich mir noch nichts überlegt. Das kommt dann eher spontan, irgendwann Nachmittag oder auf den Abend, so damit man dann immer noch ein bisschen was zum Hören hat für zwischendurch. Ja, Kanal-Update. Wie läuft's? Wie läuft's momentan? Ich habe in der letzten Zeit ja relativ, in Anführungszeichen, viel gemacht. Ich bin auch wieder sehr in diesem ganzen YouTube-Projekt drin. Es macht auch sehr viel Spaß. Die Qualität der Videos, würde ich sagen, hat in den letzten Wochen auch wieder ein bisschen zugenommen. Ich bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich das Ganze aufnehmen soll. Manchmal nehme ich Shadowplay, dann wieder DX-Story. Allerdings werde ich mich über kurz oder lang wahrscheinlich dann doch für DX-Story entscheiden. Das hat den einfachen Grund, dass die Shadowplay-Aufnahmen zwar von der Qualität her sehr gut sind, auch was die Dateigröße angeht, sehr gut sind. Das heißt, ich müsste nichts rendern hinterher. Ich könnte das direkt in YouTube hochladen. Das heißt, da würde ich mir eine Menge Zeit sparen. Was aber in der letzten Zeit schon öfter vorgekommen ist, und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist das einfach ein normaler Bug von Shadowplay, dass er manchmal die Mikrofonspur nicht mit aufnimmt. Was ich natürlich machen könnte, ist die Videospur extern aufnehmen, zum Beispiel mit Order City oder so. Dann allerdings bin ich wieder bei dem Schritt, wo ich sage, dann muss das Ganze eh ins Schnittprogramm, dann muss das hinzugefügt werden, dann wird es gerendert. Also kann ich es ja eigentlich gleich mit DX-Story aufnehmen, habe zwei getrennte Tonspuren oder sogar mehr, habe da den Mega-Vorteil, dass ich im Schnittprogramm, wie jetzt zum Beispiel Premiere Pro, was ich sehr gerne verwende, oder mit Sony Movie Platinum Studio, das Ganze einfacher bearbeiten kann. Habe dann allerdings natürlich die Renderarbeit. Aber wie ich finde, durch die DX-Story-Aufnahme auch eine bessere Videoqualität. Natürlich schluckt das viel mehr Festplattenspeicher. Gut, das ist jetzt bei mir nicht so das Megaproblem. Aber es ermöglicht halt, ja, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt wirklich mich früh mal hinsetzen würde an einem Tag, an einem freien Tag, und würde sagen, okay, kommt jetzt ein neues Spiel raus, ich will jetzt 10, 12 Parts aufnehmen. Wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Aber dann hätte ich mit DX-Story schon mehr Probleme, wie jetzt zum Beispiel mit Shadowplay. Wenn ich jetzt 20 Minuten in Shadowplay aufnehme, habe ich vielleicht 8 bis 9 Gigabyte Dateien, die dann aber fertig für den Upload sind. Wenn ich eine DX-Story-Aufnahme mache, die ist dann halt im Schnitt so 30, 40 bis 50 Gigabyte groß, je nachdem, was für ein Codec ich habe, wie lang das Video ist, die Quali-Einstellung, bla bla bla. Dann kommt das Rendern dazu. Das Rendern dauert im Schnitt auch so 1 bis 1,5 Stunden, je nachdem, wie lang das Video eben ist. Entfällt mit Shadowplay halt wieder. Aber ja, wie gesagt, nur mal so dieses kleine Hin und Her. Falls ihr euch wundert, warum manche Folgen von den Projekten unterschiedlich gut aussehen, weil ich da noch ein bisschen rumspiele und leider immer noch keine finale Lösung gefunden habe. Aber ich denke, das wird sich in den nächsten Teilen dann einpendeln. Das heißt, die Videoqualität sollte dann
langsam aber sich auf so ein konstantes Niveau sich einpendeln. Und das ist mir auch wichtig. Ich will euch ja nicht mal eine saugute Videoquali geben und dann mal wieder eins, wo man denkt, okay, da kannst du schon mal ein paar mehr Pixel ab und zu sehen, wenn mehr los ist. Will ich natürlich auch nicht. Das Commentary zu den Videos, ich versuche natürlich immer mein Mundwerk offen statt zuzuhalten. Das heißt, ich muss mich immer mal ein bisschen mehr in den Arsch treten, das Maul aufzumachen. Ich bin ja doch noch relativ neu in Anführungszeichen, was das ganze Let's Playen angeht. Ich habe jetzt zwar schon ein paar Projekte auf YouTube, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da schon jahrelange Erfahrung mit habe und mir einfach einen von der Seele quasseln kann, wie jetzt zum Beispiel in diesem Commentary. Also das Ganze habe ich ja ohne meine Stimme aufgenommen, vertone das jetzt in Sony Movie Studio Platinum, kleine Schleichwerbung am Rande nach. Und da fällt es mir zum Beispiel überhaupt nicht schwer zu quatschen. Weil ich einfach hier so ein kleines Skript neben mir habe, wo ich weiß, okay, was erwähnst du jetzt? Wo kommt es drauf an? Was hast du dir vorgenommen? Und das muss ich bei dem Let's Play halt einfach noch ein bisschen verbessern. Und da würden mir bestimmt die einen oder anderen zustimmen. Aber man will sich nicht nur selbst in die Kritik hauen. Ich finde, jetzt mal ein bisschen was Positives an Resonanz. Die Zahl der Abonnenten des YouTube-Kanals sind in den letzten Wochen auch schon gestiegen. Also ich meine, ich bin jetzt momentan bei 53 Subscribern. Da wird sich der ein oder andere denken, okay, das ist ja eigentlich gar nichts. Aber für mich ist das eine ganze Menge. Und ich freue mich auch jedes Mal wieder über einen neuen Abonnenten. Und bedanke mich an der Stelle auch mal an alle, die mich abonniert haben und sich das Ganze regelmäßig geben. Das muss auf jeden Fall mal losgelassen werden, denn YouTuber sind ohne die Leute, die ihre Videos gucken, einfach nichts. Du kannst die besten Videos machen, aber wenn sie halt kein Mensch guckt oder dir kein Mensch Support gibt aus irgendwelchen Gründen oder auf welche Art auch immer, dann hast du halt einfach verloren. Und das ist das, was mich jedes Mal wieder freut, wenn ich zum Beispiel einen Kommentar zu einem neuen Video lese, was die Leute freut, dass ihnen das Video gefallen hat, das ermuntert deutlich. Jeder Abonnent ist ein Zeichen, dass man wieder eine Person mehr erreicht hat, die den Content ansprechend findet, den die Art und Weise des Contents gefällt, wie man es rüberbringt, wie man spricht, über was man spricht, die Qualität und so weiter und so fort. Also da nochmal ein großes Lob an euch alle. Und das wird, denke ich mal, in der nächsten Zeit auch weitergehen, denn ich hänge mich da momentan schon ziemlich rein und es macht, wie gesagt, auch sehr viel Spaß. Und das ist genau das, was das Ganze ja auch machen sollte. Zu den momentanen Projekten, wie ich damit zufrieden bin, denke ich mal sehr gut. Wir haben momentan ja eins meiner beliebtesten Projekte ist dann Overwatch, was momentan ja sehr viel gespielt wird. Allerdings erscheint da jeweils nur alle 2 Tage eine Folge. Warum? Ganz einfach nicht, weil ich sonst in irgendwelche zeitlichen Schwierigkeiten kommen würde, aber ich finde einfach, dass ich dem Spiel ein bisschen Zeit geben möchte. Es ist zwar schon sehr ausgereift, es macht sehr viel Spaß, aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Es geht einfach um das Angucken. Es gibt so viel Overwatch momentan, zum Beispiel auf Twitch wird so viel Overwatch gestreamt. Es gibt so viele Overwatch-Videos auf YouTube, weil es eben momentan ein großer Hype ist um das Spiel. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja, wenn du jeden Tag Overwatch bringst, dann ist es bei einem selber irgendwann schneller ausgelutscht. Und bei euch vielleicht auch, weil wenn es wirklich jeden Tag was zu sehen gibt, dann ist das Thema einfach irgendwann schneller durch. Und deswegen gibt es einfach alle 2 Tage Overwatch. Dann ist das Ganze nicht ganz so ausgelutscht und zu viel Content auf einmal. Denn ich versuche ja auch in jeder Folge Overwatch ab sofort auf so ein kleines Thema einzugehen. In der letzten Folge oder in der Folge, die auch morgen kommen sollte, am 30. Geht es zum Beispiel um den Helden Bastion. Da habe ich so ein bisschen meine Meinung zu kund getan. Und wenn ich das einfach jeden Tag machen müsste, dann habe ich irgendwann keine Themen mehr, über die ich quatschen könnte, weil ich es schon vorzugsweise über das jeweilige Game halten möchte. Und so weiter und so fort. Allgemeines Zeug gibt es dann eher in diesem Format. Ja, so viel dazu. Dann haben wir noch momentan das Let's Play zu Doom am Laufen. Ist ja auch sehr aktuell, macht auch sehr viel Spaß. Ich freue mich mega jedes Mal das Spiel anzuschmeißen, weil es Spaß macht aufzunehmen, weil es Spaß macht Dämonen zu metzeln, weil es mal wieder ein schnelles Game ist, aber auch ein Game, wo man nicht dumpfsinnig
rumlaufen kann. Ja, ich meine, ich spiele jetzt nicht auf dem niedrigsten oder höchsten Schwierigkeitsgrad, aber wenn man nicht aufpasst, und einigen wird es, wenn sie das Let's Play verfolgen, schon aufgefallen sein, ich sterbe relativ oft in der Folge. Also ich glaube, der Durchschnittstod Counter pro Folge liegt, glaube ich, bei 3 Toten. Wenn nicht sogar 4 mittlerweile. Da ärgere ich mich manchmal, finde es aber im Nachhinein dann doch witzig, wie ich sterbe. Entweder weil ich irgendwo runterfalle oder die Situation überschätzt habe. Ich meine, wir sind ja auch nicht allmächtig in dem Spiel. Und ansonsten finde ich es ganz gut. Ich würde auch sagen, ich habe es laut dem Stand, den ich habe, auch schon seit über die Hälfte haben wir schon geschafft im Let's Play. Vielleicht schon bis fast ein Dreiviertel. Ich habe ja hier auch noch ein paar Aufnahmen, die ich noch hochladen muss. Also wir sind, was Doom angeht, schon auf einem fleißigen Punkt. Dann spielen wir noch Rise of the Tomb Raider. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe ja schon den Vorgänger Tomb Raider sehr gefeiert und finde die neuen Möglichkeiten Rise of the Tomb Raider, was man alles machen kann, ganz gut. Dann gibt es eben viel mehr zu entdecken, freizuschalten, zu craften und so weiter. Und das finde ich echt super. Und ich versuche auch im Let's Play so viel zu zeigen, wie ich kann. Auch wenn das an vielen Stellen nicht funktioniert. Aber dann geht man halt mal eine Folge ein bisschen zurück, sammelt mal ein bisschen was Altes ein. Man muss ja nicht immer gleich 4Rush und nur die Main Story spielen, weil dann ist man in gefühlt 20 Parts durch. Und weil es war okay, du hast den Leuten jetzt Rise of the Tomb Raider gezeigt, aber hättest es ja dann doch ein bisschen besser machen können, indem du einfach ein bisschen mehr zeigst, ein bisschen mehr auf die Story eingehst oder es zumindest versuchst. Ich bin ja da auch nicht so der Experte. Aber das ist so meine Meinung dazu. Ich will nicht einfach immer nur durchrushen. Bei Doom zum Beispiel vergesse ich relativ viel. Aber bei Doom ist, finde ich, einfach so ein Spiel. Klar gibt es da auch eine Story. Allein die ganzen Monstertypen, dann die ganzen Secrets, die versteckt sind. Da könnte man auch ein bisschen näher drauf eingehen, das weiß ich. Aber da nehme ich mir dann zum Beispiel lieber in Tomb Raider mehr Zeit, um euch was zu zeigen, weil ich das A interessanter finde. Jetzt nichts gegen Doom. Aber ich finde, man zieht da auch ein bisschen mehr. Oder tötet sich zum Beispiel gerade selbst, wie ich es im Gameplay gerade geschafft habe mit dem Thermaldetonator. Also alles in allem bin ich momentan sehr zufrieden. Dann gibt es ab und an, mache ich ja so ein paar Nightcore-Dinger. Und da gab es jetzt auch wieder ein aktuelles. Das kommt relativ selten, das Format, weil ich da nicht den Fokus drauf legen will. Ich weiß, dass bei vielen dieser Tracks sehr, sehr viele Aufrufe schon gibt, aber das auch nur, weil sie ein, zwei Jahre auf YouTube sind und dass einige Leute mich auch nur wegen den Dingern abonnieren, das ist mir auch bewusst, aber ich möchte natürlich den Fokus des Channels auf Gaming belassen und dieses ganze Musikding nebenbei mit Soundtracks, mit Nightcore, das ist so eine Beigabe für zwischendurch. Ja, immer mal hier, okay, habt ihr da mal wieder, da freuen sich auch einige Leute drüber, aber ich möchte den Fokus schon beim Thema Gaming belassen. Zukünftige Projekte, wie sieht's damit aus? Womit könnt ihr rechnen? Also, wo ich sehr, sehr, sehr hyped bin, ist ja auf den 9.6., also auf den 9. Juni, denn dann kommt endlich nach einigen Verschiebungen Mirror's Edge Catalyst raus. Also da könnt ihr auf jeden Fall mit dem Let's Play rechnen. Versuche ich vielleicht schon am ersten oder zweiten Tag die erste Folge rauszuhauen, wenn es mir zeitlich möglich ist. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr gespannt auf das Game. Eben weil es mal Open World ist und nicht so vorgabenmäßig wie Teil 1. Der hat mir nicht so gefallen. Also Mirror's Edge Catalyst wird ein großes Thema sein. Dann als Projekt danach gibt es natürlich immer noch, denke ich mal, einige Folgen von Tomb Raider. Also da werden wir in der nächsten Zeit nicht fertig, soweit ich das so sehen kann. Dann gibt es einmal die Woche, wie gesagt, dieses Format hier. Könnt ihr mir ja mal bitte in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt. Die Games dazu werde ich auch immer mal abwechseln. Also es wird nicht immer Battlefront sein, außer ihr besteht da drauf. Vielleicht auch mal ein anderes Game, ein Shooter, zum Beispiel Rainbow Six Siege, habe ich voll Bock drauf, immer mal ein bisschen zu zocken nebenbei. Oder Battlefield 4. Und wofür ich dieses Format auch gerne nutzen möchte und kann, ist vielleicht für ein FAQ. Also falls irgendwann mal Fragen da sein sollten oder genug Fragen kommen sollten, wie irgendwas funktioniert oder was ich so mache, kann ich das auch gerne in dieses wöchentliche Format packen. Ich versuche euch auf jeden Fall immer zum Ende des Monats, also mit dieser ersten Folge beginnend, auf den aktuellsten Stand des Kanals zu halten. Und die anderen
Tage, da werde ich mir immer ein spezielles Thema aussuchen, wo wir ein bisschen näher drauf gehen. Das kann das Spiel, was wir gerade spielen, betreffen, das kann auch andere Sachen betreffen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wie gesagt, über Kritik und Feedback würde ich mich sehr freuen und wünsche euch dann noch eine schöne Nacht, einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao, ciao.